Ist Volkswagen das neue Tesla mit 5% Dividende obendrauf? Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Aktienfreunde. Volkswagen wird ja als Tesla-Jäger gehandelt, hat sich voll und ganz der Elektromobilität verschrieben im Rahmen der New Auto-Strategie, wo es sogar um noch mehr geht. Auch autonomes Fahren, nicht autonomes Sparen, spielt da eine große Rolle. Werden wir uns mal anschauen, ob wir hier große Chancen haben. Mein Name ist Thorsten Tiet, da geht es um Qualitätsaktien, die ihre Gewinne und Dividenden langfristig steigern, mit denen du durch dick und dünn gehen kannst. Und dick und dünn gibt es ja leider momentan eine ganze Menge. Ja, dann würde ich sagen, let's go. Erfreulich hier, was in dieser Pressemitteilung verlautbart wurde, zumindest auf den ersten Blick. Denn auf der einen Seite wurden 600.000 Autos weniger verkauft aufgrund der Krise bei den Zulieferern bzw. bei Halbleitern, also in der Versorgung der Rohstoffe, die man braucht, um die Autos zu produzieren. Man höre und staune, dennoch wurde der Umsatz erhöht und zwar um 12% im Vergleich zum Vorjahr, obwohl also weniger Autos verkauft wurden. Das ist möglich geworden dank höherer Margen und das können wir auch hier im Aktienfinder sehen und auch gleich etwas relativieren. Wir sehen hier die Umsätze und die Margen. Wir haben noch nicht die aktuellen Geschäftszahlen jetzt hier im Aktienfinder. Die werden letztlich heute, jetzt wo ich das Video drehe sozusagen, veröffentlicht. Wir haben hier die Pressemitteilung der Eckdaten, die schon ein paar Tage früher rausgegangen ist. Das Schöne ist aber, die Analysten haben hier bei den Eckdaten gespiegelt und auch gleich ihre Schätzung angepasst. Die haben ja beispielsweise die 250,2 Milliarden Euro Umsatz und man siehe und staune, 250,2 Milliarden Euro Umsatz sagen plötzlich auch die Analysten in den Prognosen für das Geschäftsjahr. Also wir können uns dann schon auf die Zahlen soweit verlassen und wir sehen dann aber hier den Vergleich zum Vorjahr und da lag der Umsatz bei 223 Milliarden knapp und das ist sozusagen eine niedrige Benchmark gewesen. Die Messlatte wurde dann übersprungen auf 250 Milliarden. Wenn wir aber das Vor-Corona-Jahr nehmen, da haben wir 252,6 Milliarden gehabt, ist also immer noch ein Umsatzrückgang, wenn man auf 2 Jahre nach hinten guckt. Wenn wir uns die Margen anschauen und den gestiegenen Margen ist ja zu verdanken, dass dann das Ergebnis auch gestiegen ist und dass dadurch die Dividende angehoben werden konnte. Gucken wir uns aber auch gleich an die Dividende. Dann siehst du, dass auch hier der Benchmark relativ niedrig war bei 4,7% und hier haben wir jetzt in den Schätzungen noch 7,7. Laut der Pressemitteilung sollen es dann 8 gewesen sein. Also wir hatten aber im Jahr 2019 auch deutlich höhere Margen als 2020. Allerdings auch, das ist positiv, auf den 2-Jahres-Vergleich auch hier höhere Margen. Das heißt, die Effizienz, da stimmt es wohl, bei Volkswagen hat ein Effizienzgewinn erzielt. Apropos Gewinn, dein Gewinn, auch ein Teil der Dividende zu verdanken. Gucken wir uns mal an, ob die Dividende dann, wenn die Erhöhung durchkommt, bevor wir mal ausgehen, hier auf 7,56 pro Vorzugsaktie. Die Vorzugsaktie ist die Aktie, die für uns normalos interessanter ist, weil die Dividendenrendite etwas höher ist. Aufs Stimmrecht können wir mal etwa, können wir als Normalaktionäre, glaube ich, bei Volkswagen verzichten. Man legt sich ja nicht gerne mit Piech und Co. an. Porsche-Familie ist ja auch noch dabei. So, also die Dividendenrendite liegt dann bei 5,04% auf den aktuellen Kurs bezogen und das ist deutlich mehr, als man so im langfristigen Mittel hier erwarten kann bzw. bekommen hat. Wir sehen aber, dass die Dividende etwas unzuverlässig ist. Also Volkswagen ist nicht unbedingt der zuverlässigste Dividendenzahler. Hier wurde die Dividende mal, gab es mal für ein paar Monate quasi keine Dividende. Das ist immer die kumulierte Dividende der letzten 12 Monate. Und hier ist die Dividende mal fast komplett gestrichen worden. Da lag sie nur noch bei 17 Cent. Und wir haben auch nach oben immer wieder Ausbrüche. Vorzugsweise in Krisenzeiten wie hier während der Finanzkrise, aber auch hier dann im Jahr 2015 lief es auch nicht rund. Und hier ist dann nochmal im Rahmen von Corona.
Momentan läuft es in Anführungszeichen den Umständen entsprechend normal und dann haben wir hier eine deutlich höhere Dividende nach der Erhöhung, als wir ja im Schnitt bekommen haben. Von so aus oder aus der Perspektive der Dividendenbrille aufgesetzt, durchaus ein interessanter Einstiegszeitpunkt. Wir haben allerdings auch gewisse Herausforderungen, denen sich Volkswagen gegenüber sieht. Natürlich erstens bezüglich der Elektrifizierung und dann aber auch noch bezüglich des Autos als fahrender Computer, sage ich mal. Dem hat sich Volkswagen aber verschrieben. Und zwar versuchen sie zunächst einmal die Produktion effizienter zu machen. Wir haben hier zum Beispiel, Moment, wo steht es hier? Zum einen den Versuch, dass Volkswagen sagt, die Produktion soll so effizient werden, dass ein Wagen nicht mehr 30 Stunden Produktionszeit benötigt, sondern 10 Stunden. 10 Stunden, das ist der Tesla-Benchmark sozusagen. Und die Produktion wird ein ganz großer Block sein, wo sich herausstellen wird, ob Volkswagen in Zukunft erfolgreich sein wird oder nicht. Tesla hat ja die agile Produktion erfunden, die eben sehr effizient ist, zum einen effizient und zum anderen flexibel. Effizient sieht man hier, dass sie 10 Stunden dann laut dieser Quelle benötigen, auch laut Herbert Diess benötigen, um ein Auto zu produzieren. Flexibel im Rahmen der agilen Produktion, dass man sehr gut sich auf geänderte Rahmenbedingungen einstellen kann, zum Beispiel ein fehlendes Ersatzteil durchs andere ersetzen, Chips von Zulieferern auch neu programmieren kann, modernere Komponenten, also modernere Hardware-Komponenten bestellt, die auch leichter zu bekommen sind, im Gegensatz zu Legacy-Automakern. Und dass man auch dass Produktverbesserungen leichter einspielen kann, weil man zum Beispiel branchen kann, so wie es in der Softwareentwicklung gang und gäbe ist. Man kann also noch einen parallelen Produktionsstrang aufziehen und da ausprobieren, ob das Neue, was man vorhat, tatsächlich besser ist als das Alte und das dann sozusagen in den Hauptstrang überführen. Das sind Produktionsmethoden, die sind Legacy-Automakern noch fremd. Das haben aber diese, wenigstens einige schon erkannt, beispielsweise Toyota, aber auch Volkswagen. Und deren Strategie ist es jetzt, eigene Pilotfabriken zu bauen und diesen Pilotfabriken dann ebenfalls sozusagen, wenn man so will, agil zu produzieren und dann auf eine Flexibilität und Effizienz zu kommen, die der von Tesla ebenbürtig ist. Man hat jetzt in diesem Zusammenhang hier eine Fabrik geplant, die soll im Jahr 2026 dann das erste Auto, Trinity heißt es, produzieren. Das ist natürlich selbstverständlich ein reines Elektroauto. Bis im Jahr 2030 sollen übrigens 70% aller Autos von Volkswagen elektrisch sein. Und man versucht auch, einheitliche Plattformen zu generieren. Die neue Plattform dann, mit der die E-Autos gebaut werden sollen, heißt dann Scalable Systems Plattform. Und Trinity wäre dann schon so ein Auto, was in der neuen Fabrik produziert werden sollte, 2026. Diese Plattform selbst soll schon von Audi im Jahr 2025 benutzt werden. Es gibt jetzt bereits auch Vorläuferplattformen. Da arbeitet man mit anderen Automobilherstellern, beispielsweise Ford, auch zusammen, um da Synergieeffekte zu erreichen, um sich Kosten zu teilen. Das ist alles soweit gut und das klingt auch alles machbar. Der kritische Faktor ist da, wie ich denke, die Zeit. Wenn wir die Benchmarks haben und wir haben hier einen Benchmark momentan Tesla, dann ist es jetzt Tesla im Jahr 2021 hier. Der Artikel ist aus dem Jahr 2021, Spätjahr. Wenn dieses Trinity-Auto produziert wird und man dann diesen Benchmark von 10 Stunden hat, bis dahin sind 4 Jahre ins Land gegangen. Wer weiß, wie weit Tesla bis dahin vorangeschritten ist und wie viele Gigafactories die bis dahin auch schon wieder auf die Beine gestellt haben. Die stampfen ja je nach Standort eine Gigafactory innerhalb eines Jahres aus dem Boden. Und Volkswagen hat das Ding jetzt geplant, das produziert werden soll im Jahr 2026, also 4 Jahre brauchen. Also die Zeitachse ist definitiv
Kritisch. Kritisch sicherlich auch die internen Widerstände hier, denn wenn es um effizientere Produktion geht, geht es ja auch darum, teilweise Menschen zu entlassen. Und wir haben bei Volkswagen einen sehr mächtigen Betriebsrat, mit dem sich dann Herbert Diess von der Ar als Arbeitgeber sozusagen herumschlagen darf. Wird nun mal verschärft die Problematik dadurch, dass eben viel Wissen zum einen unnötig wird mit der Zeit, also die Fachwissen bezüglich des Verbrenners, und zum anderen auch einfach aus Seite der die Wertschöpfung leichter zu erbringen ist, weil der elektrische Antrieb ja weniger bewegliche Teile hat und man dann weniger Menschen auch tatsächlich braucht. Und generell ist es ja so, wenn man versucht, ganz effizient zu produzieren, da braucht man tendenziell immer weniger Menschen, weil immer mehr der Arbeitsschritte automatisiert werden. Also da gibt es dann auch noch interne Widerstände. Eine andere Rolle spielt natürlich das Geld, was man braucht, um einen solchen Übergang zu finanzieren. Gucken wir uns das Ganze mal an. Und hier haben wir die Kriegskasse sozusagen, die liquiden Mittel von Volkswagen. Ich habe die Zahl schon genannt. Bis 2025 sollen 73 Milliarden Euro investiert werden für Elektrifizierung und Digitalisierung. Da muss man dann auch nochmal drauf kommen, was unter Digitalisierung zu verstehen ist. Am besten gleich jetzt. Und zwar ist die Vision von Volkswagen Mobility as a Service. Früher hat der Automobilhersteller Autos produziert, verkauft und gut war, hat vielleicht noch an Finanzierung verdient, macht ja auch Volkswagen oder an Leasing. Aber im Prinzip Autos produzieren, verkaufen, das war das Produkt und da kam der größte Umsatz her. Heute meint man, dass in der Zukunft auch ganz stark man das Auto als Mobilitätsdienstleistungen vermarkten kann, ich sag's mal so, mit einer eigenen Robotaxi-Flotte sozusagen. Deshalb hat man auch Europcar zurückgekauft für 3 Milliarden Euro, nachdem man im Jahr 2006 Europcar für 1,26 Milliarden Euro verkauft hat, um sich auf seine Kernkompetenzen zu konzentrieren. Aber bis dahin ist eben viel passiert und man hat dann versucht, dann eben auch so Autoabos abzuschließen, Carsharing, Autovermietung. Also man versucht dann eben diese E-Auto, Robo-Auto-Flotte. Klingt jetzt ein bisschen komisch, wenn ich das so sage, wenn ich mir selbst zuhöre, aber es soll ein Milliardenmarkt sein. Und da ist auch ganz wichtig, dass es mit dem autonomen Fahren funktioniert. Und da ist Volkswagen auch ziemlich am Werkeln. Okay, aber kommen wir zurück zu dem Geld. Wir waren bei den 73 Milliarden Euro. In der Kriegskasse sind 58, 7 Milliarden Euro klingt schon mal gar nicht schlecht, zumal die 73 Milliarden Euro ja aufgebracht werden sollen bis 2025, also bis dahin. Da gibt es jetzt noch keine Bilanzdaten. Natürlich ist es nur die Hälfte vom Bild, wo Liquidität ist, sind meistens auch Schulden, so auch hier. Hier sind die zinstragenden Schulden, die sind ebenfalls gestiegen. Sind die jetzt, also sie übersteigen die liquiden Mittel auch eindeutig, ist es jetzt besorgniserregend, dass Volkswagen jetzt hier 217 Milliarden zinstragende Schulden hat und dafür 1,52 Milliarden Euro an Zinsen bezahlen muss. Nicht wirklich vermutlich, weil hier die Schuldenquote, die wir uns anzeigen lassen können, und die liegt gerade bei 42%. Das ist noch nicht besorgniserregend. Einmal von der absoluten Größe klingt es nicht besorgniserregend, auch wenn es um 5 Prozentpunkte gestiegen sind. Vorher waren es 37% in den Jahren zuvor. Aber wir haben hier auch eine positive Tilgungskraft hier in den letzten Monaten gehabt, sogar schon im Jahr 2020 und es bleibt jetzt auch in 2021 so. Die Tilgungskraft, das heißt, nachdem alle Investitionen abgezogen worden sind, also man guckt erstmal, was kam an Cash rein, ging raus und dann geht noch mehr raus wegen den Investitionen, also nicht nur wegen des laufenden Betriebs, da geht noch mal mehr raus für Dividenden und das, was übrig bleibt, das beschreiben wir hier im Aktienfinder als Tilgungskraft, da man damit die Schulden zurückbezahlen könnte, also tilgen könnte. Und die lag am 30.09.2021 immerhin schon bei 12 Milliarden Euro. Und das ist definitiv positiv zu werten. Also die Schulden an sich nehme ich jetzt erstmal nicht als Bedrohung wahr. Ich denke, Volkswagen könnte das stemmen. Wir haben ja auch noch einen IPO angedacht von Porsche, der bis zu 90 Milliarden Euro
auf die Waage bringen sollte, was dann auch nochmal Rückenwind verleihen solle dem Konzern. Auf Kapitalerhöhungen hat Volkswagen seit dem Jahr 2016 löblicherweise verzichtet, sodass da keine Verwässerung zustande kam. Dass wir hier einen schönen freien Cashflow haben seit neuestem, das sieht man auch hier sehr schön. Voraussichtlich 17 Euro freier Cashflow im laufenden Geschäftsjahr. Das tippen jetzt noch die Analysten. Und da ist dann die Dividende sozusagen von 7,56 auch finanzierbar. So, jetzt fehlt, glaube ich, noch ein ganz wichtiges Element, um zu schauen, ob die Aktie interessant ist. Das wäre nämlich die Bewertung der Aktie. Wir haben ja jetzt gesehen, dass seitens der Dividende es die Volkswagen-Aktie schon interessant erscheint. Wir haben hier aber auch nochmal dann die, nein, da noch nicht, die Bewertung der Aktie auch anhand von Gewinn, Umsatz, Cashflows und so weiter, was wir vornehmen können. Ich habe schon mal geschaut, also der bereinigte Gewinn verläuft deutlich regelmäßiger beispielsweise als hier der bilanzierte Gewinn. Das heißt, den könnte man mal nehmen. Und der Umsatz verläuft naturgemäß immer noch stabiler, weil die Margen ja dann nur eine Rolle spielen und dann Gewinn verändern, aber die sind ja hier nicht drin. Und selbstverständlich können wir uns auch mal noch kurz dann die Dividende angucken, wo da der faire Wert liegen würde. Was wir hier sehen, das sind die aktuellen Multiples. Das bereinigte KGV liegt bei 5. Bei 5 nur. Muss man sagen, also 5 Jahre brauche ich, dann hat der Konzern den ganzen Gewinn erwirtschaftet, den ich quasi in das Unternehmen investiert hatte, dass ich für die Aktien bezahlen musste. Dann habe ich also mein eingesetztes Kapital aus der Perspektive wieder draußen. Das sieht schon mal nicht schlecht aus. Das KCV liegt sogar nur auf operativen Cashflow bezogen bei 1,7, weil das momentan so richtig durch die Decke geschossen ist. Können wir deshalb aber nicht für die Bewertung nehmen, weil es untypisch ist. KGV von 5, KUV von 0,3. Also ich muss sozusagen nur 30 Euro Cent bezahlen für 1 Euro Umsatz von Volkswagen. So, genug Geplänkel. Dann gucken wir uns mal an, was der faire Wert bereinigt out of the box zu sagen hat. Wir sehen ja erstmal relativ starke Schwankungen, weil eben auch der bereinigte Gewinn noch relativ stark schwankt. Und interessant, bezogen auf einen bereinigten Gewinn. Wo sind wir? Hier beim 31.12.2021 von knapp 30 Euro pro Aktie wäre momentan die Aktie 220, 223 Euro wert. Bereinigter Gewinn liegt bei knapp 30 Euro. Ja, richtig. Ich dachte gerade, ich hätte mich versprochen. Der Kurs liegt aber gerade bei knapp 150 Euro. Also 223, 250 Euro. Eine deutliche Unterbewertung. Auch in Zukunft soll der Gewinn so hoch bleiben. Also aus dieser Perspektive heraus wäre die Aktie deutlich unterbewertet, weil in der Vergangenheit wurde Volkswagen bzw. die Aktie mit dem bereinigten KGV von 7,6 bewertet und wir haben hier dann zu erwarten KGVs von 5, später 4,8, 4,4, also die dann deutlich niedriger sind als die historischen 7,6, kommen wir auf eine klare Unterbewertung. Da könnte man jetzt sagen, okay, der Markt preist halt den Wandel des Marktes ein und die erhöhte Unsicherheit. Das mag auch stimmen. Also wenn man sieht, oder was erstmal interessant ist, ist noch, hätten jetzt einen fairen Wert von 223 Euro und die Aktie hat vor kurzem, vor 11 Monaten, 245 Euro gekostet. Sie lag also da drüber. Und dann hat die Aktie jetzt einen Rückzieher gemacht. Vor kurzem ist dann sind ja jetzt alle Aktien gefallen, ist der Aktienkurs auch nochmal gefallen von 185 auf knapp 150 Euro. Also das ist ja auch nochmal eine Sache, die bei Aktionären auch einen Kaufreflex auslösen kann, der gefallene Kurs, ähnlich wie die erhöhte Dividende. Beziehungsweise die hohe Dividendenrendite. Gucken wir mal an, wenn wir schon bei der Dividende sind, was der faire Wert Dividende sagt. Da hätten wir jetzt für die alte Dividende von, ich glaube, es waren 4,86 €. Da hätten wir schon einen fairen Wert von 213 Euro, ähnlich wie hier der faire Wert bereinigt. Wenn jetzt die Dividende aber so stattlich erhöht wird,
dann hätten wir hier schon einen Fernwert von 331 Euro. Da sieht man auch schon, dass allein wegen der Dividende man nicht sagen sollte, wie viel eine Aktie wert ist. Weil es ist ja auch eine Managemententscheidung. Das Management hätte ja auch sagen können, wir erhöhen die Dividende nur ganz moderat. Aber dann wäre es ja jetzt nicht so, dass die einzelne Aktie als Einzelteil des Unternehmens plötzlich viel weniger wert wäre. Dann wäre das Geld ja im Unternehmen geblieben. Trotzdem kann es eine Orientierungsschnur sein. Historisch gesehen hier nochmal die Dividende bei 2,3%, aktuell bei 3,3% und bald bei 5% voraussichtlich. Wir können auch noch was anderes einblenden, den Fernwert basierend auf dem Umsatz und der liege bei 168 Euro, also deutlich tiefer als die anderen zwei fairen Werte, aber immer noch über den knapp 150 Euro, die wir momentan haben. Das heißt, den Fernwert Dividende blenden wir wieder aus. Dann skaliert es auch besser. Wir haben hier also durchaus die Aussage, dass die Volkswagen-Aktie momentan günstig erscheint, zumindest wenn ich die historische Bewertung anschaue. Und auch beim Umsatz, wo ja die Margen fehlen, haben wir uns alle angeguckt, die Margen sind ja momentan tatsächlich, sind sie auf Allzeithoch oder nahe auf Allzeithoch? Sie sind also beim Allzeithoch. Und insofern könnte man schon sagen, dass eigentlich der Markt, dass der Umsatz wertvoller geworden ist, weil er margenstärker ist und dass eigentlich deshalb auch das faire KUV steigen sollte. Das ist jetzt so aber nicht passiert. Das KUV bei 0,3, wir sehen es hier nochmal detaillierter. Hier sind wir also 0,28, wenn man es ganz exakt wissen möchte. Und du siehst, dass historisch gesehen waren wir meistens deutlich drüber. Das wird der VW-Abgasskandal gewesen sein hier. Aber auch hier in der Vergangenheit, also vor kurzem lagen wir noch bei 0,5 und jetzt, wie gesagt, fast nur noch die Hälfte vom KUV. Wenn man dann mal einfach so zum Spaß in der Tesla zum Beispiel guckt, was die für ein KUV haben. Also nochmal, man muss hier nur 28 Euro Cent bezahlen für 1 Euro Umsatz von Volkswagen. Wenn wir jetzt mal Tesla holen, dann sieht man plötzlich, dass man hier bezahlen muss für einen Dollar Umsatz 13,86 Dollar. Also was für extreme Unterschiede in der Bewertung der Markt hier einpreist. Man kann natürlich sagen, jetzt seid ihr bei Tesla, weil die ihren Umsatz ja viel, viel stärker wachsen lassen als Volkswagen. Da sieht man auch, wie stark das KUV nach unten geht bei Tesla. 13,86 und dann schon im Jahr 2024 hat sich's halbiert. 6,53 liegt dann natürlich noch immer noch deutlich über dem von Volkswagen. Bei Volkswagen hingegen bleibt das KUV fast unverändert. Wird sich nur minimal senken, weil die Umsätze nur ganz schwach steigen sollen und bei Tesla geht es halt da voll durch die Decke. Ne? Wenn wir andere Aktien uns noch angucken, wie zum Beispiel Toyota, das finde ich auch noch ganz interessant, es könnte auch ein interessanter Automobilhersteller sein, da sieht man, Toyota zum Beispiel wird schon deutlich teurer gehandelt anhand des KUVs als beispielsweise Volkswagen. Also hier sieht man, dass bei Volkswagen, denke ich, viel Skepsis im Markt ist. So, zu Recht, nicht zu Recht, man weiß es noch nicht. Wir sind halt gerade in einer spannenden Phase der Umstellung. Mein Fazit wäre deshalb, wir haben viel Potenzial in der Volkswagen-Aktie, aber auch große Risiken. Viel Potenzial, weil die Aktie in erster Linie günstig ist. Aber es ist eine harte Branche, es ist eine verdammt harte Branche mit verdammt großen Herausforderungen. Volkswagen ist nicht der Trendsetter. Volkswagen rennt hinterher. Ich glaube, sie rennen in die richtige Richtung, aber rennt sie auch schnell genug? Fragezeichen. Sie haben harte Gegner, die halt reine E-Auto-Hersteller sind, die diese ganzen Vermächtnisprobleme nicht haben. Sie haben, denke ich, leider auch harte Gegner intern, die sie überzeugen müssen. Insofern, ich bin in Volkswagen nicht investiert. Ich werde die Volkswagen-Aktien nicht kaufen, aber ich finde es ganz interessant, wie sich das Ganze entwickelt. Und ich wünsche natürlich den deutschen Automobilherstellern viel Glück, weil da hängt ja auch ganz, ganz viel für uns dran, der Volkswirtschaft. Und wir werden mal schauen, wie es weitergeht. Gut, danke fürs
Zuschauen des Videos. Und wenn du noch irgendwas beitragen möchtest, kommentieren möchtest, ja, dann schreib mal einen Kommentar drunter. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video und auf gute Investments in schwierigen Zeiten. Tschüss!